jetzt mal der Blick zu einer ganz normalen Familie, denn es ist kaum zu glauben, am Gendarmenmarkt mit dem wunderbaren exklusiven Blick auf ihn leben ganz normale, unglaublich sympathische Leute. Hallihallo! Haha, wir haben euch schon erwartet. Hey, hallo! Kommt rein in unser Familientheater. Im fantastischen Reich von John Valentina und den Kindern Jet und Junior. Du hast dir damals so naiv gewünscht, ich würde gerne in der Mitte wohnen. Zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz. Genau. Erster Platz in Berlin, ich war in Marzahn. Also, und ich dachte, das ist Berlin. Genau. Und das zweite Mal, als ich in Berlin war, habe ich das gesehen. Seitdem ist hier ihr Leben eine Bühne und umgekehrt. Eine kleine Minishow, die sie einstudiert haben für Kinder, Freunde und alle, die sich gern verzaubern lassen. Familientheater. Kennt ja jeder von sich zu Hause. Es gibt immer Theater. Und da dachte ich mir einfach, na, dann bauen wir eine Bühne und wenn schon Theater, dann gleich ganz Großes auf der Bühne. Bitte. Auch hier in der Einrichtung stecken viele Elemente drin, die wir so kennen aus unserer Kindheit, nostalgische Momente wie diese Holzhütte hier drüben oder diese roten Vorhänge und diesen Zauber so gleich in das Leben unserer Kinder einzuhauchen. In so einer kleinen Zauberwelt groß wachsen zu lassen. Davon hatte ich in meinem Leistungssport zu wenig. 14 Jahre nur in der Turnhalle gesessen. Erst Turnen und dann Sportakrobatik. Aber für Wettkämpfe, für Deutschland, für die Nationalmannschaft. Genau. Und jetzt ein bisschen mehr für mich selbst und für unsere Familie. Valentina kommt aus Weißrussland, ist Programmiererin, eher Akrobat und kommt aus Marzahn. Die Kinder anderthalb und drei Jahre alt. Wirklich unwirklich erscheint da der Blick aus dem Küchenfenster auf den Gendarmenmarkt. Wir kriegen Besuch von Menschen, die lieben unsere Stadt. Die kommen kilometerweit von anderen Teilen der Welt hierher und schauen sich mit aufgerissenen Augen um und freuen sich darüber, hier unseren Vorgarten zu beobachten. Und das von einem preisgünstigen Plattenbau aus von der Wohnungsbaugenossenschaft Berlin. Im Sommerabend sind wir Straßenmusiker vor dem Fenster und die spielen uns Live-Musik. Zum Mittagessen, zum Abendessen und dann im Sommer das Klassik Open Air, wo wirklich Tristeburg und das Philharmonieorchester kommt hierher zum Gendarmenmarkt. Die proben auch den ganzen Tag vorher, den Lärm hat man auch. Dabei ist John viel unterwegs als Akrobat, Model und Schauspieler. Mit den meisten Saltos in einer Minute hat er es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Jetzt trainiert er seinen Sohn Jet. Bravo! Und seid so oft. Ganz kleines Krümelchen. So lecker. Wenn du hier warst, du willst nicht umziehen. Du willst reisen, du willst zum Gäste gehen, aber du freust dich immer nach Hause kommen. Dadurch entsteht und du hast keine Angst nach Hause gehen. Hier ist ziemlich sicher abends oder. Es entsteht so ein kleines Kiezgefühl hier. Mit Bruder Jim, der gleich in der Nachbarschaft wohnt, tritt er demnächst auch wieder auf. Hier auf dem Gendarmenmarkt nur für uns und ein paar Touristen, aber immer auch für Junior, Jet und Valentina, die ihn aus dem Fenster beobachten können. Come hear the music play.